Gerade was die Nutzung beliebter Kommunikationskanäle wie zum Beispiel WhatsApp angeht, stellt sich die Frage, ob man diese überhaupt noch mit Jugendlichen in Projekten nutzen kann. Welche Schwierigkeiten hinsichtlich der DSGVO gibt es bei der Einbindung von WhatsApp und Co.? Das Problem bei WhatsApp ist tatsächlich, dass zur Nutzung man sein Telefonbuch direkt synchronisieren muss mit WhatsApp und dann letztlich ja auch Facebook und dort dann die Daten wiederum mit anderen Profilen abgeglichen werden. Und diejenigen, die in dem Telefonbuch drinstehen und dann synchronisiert werden, haben gar keine Entscheidungsmöglichkeit, ja oder nein zu sagen. Möchte ich, dass meine Telefonnummer jetzt an Facebook geschickt wird? Und das ist der Kern der Sache, denn die DSGVO sagt ganz klar, dass es eine Information geben muss über die Datenverarbeitung. Denn wenn die Verarbeitung einmal geschehen ist, die Daten dafür zu sorgen, dass sie bei Facebook gelöscht werden, ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist die Nutzung von Facebook auch, oder WhatsApp besser gesagt, sehr umstritten. Und man liest ja häufiger, dass Unternehmen anfangen, auf Diensthandys die Messenger-Dienste zu sperren, also konkret eben auch WhatsApp, was eben den Hintergrund hat, sie können nicht kontrollieren, ob diejenigen, die in den Telefonbüchern sind, wirklich eingewilligt haben, dass diese Daten auf Facebook-Server gespielt werden. Und das ist tatsächlich etwas, was jetzt in der direkten Arbeit mit Jugendlichen, schnelle Kommunikationswege, schneller Austausch geklärt werden muss. Und wenn die Jugendlichen über 16 Jahre alt sind, dann kann man mit diesen Jugendlichen dann anfangen, eine Einwilligung einzuholen und zu fragen, hier, wir sind auch über WhatsApp erreichbar. Möchtest du, dass wir mit dir auch auf WhatsApp kommunizieren? Dann muss eben da die Einwilligung eingeholt werden und das bevor die Daten verarbeitet werden. Das heißt also mal ganz in Ruhe die Einwilligung einholen und dann loslegen zu WhatsApp. Eine Einwilligung ist immer schriftlich oder elektronisch einzuholen und eine mündliche Einwilligung hat leider keinen Bestand. Besonders ist hervorzuheben, wenn Jugendliche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dann müssen die Eltern einwilligen, dass die Daten verarbeitet werden. Das gilt nicht nur für WhatsApp, sondern generell. Wenn die Datenverarbeitung auf eine Einwilligung beruht, dann sind es die Eltern, die dort einfach informiert werden müssen, auch aufgeklärt werden müssen, was passiert jetzt mit diesen Daten ihres Kindes, und dann dort einwilligen müssen. Und das auch wieder vor der Datenverarbeitung. Sofern die Kommunikation bei WhatsApp mit Jugendlichen erfolgt und hierbei personenbezogene Daten verarbeitet werden, muss dieser Kommunikationsweg ausweislich Artikel 32 DSGVO sicher sein. Denn WhatsApp ist ein amerikanisches Unternehmen, das standardmäßig eine Vielzahl gespeicherten Daten, wie zum Beispiel Namen und Nummern aus den Telefonbüchern, an Server in den USA übermittelt. Da es in den USA jedoch keinen dem europäischen Datenschutz entsprechenden Standard gibt, könnte WhatsApp als unsicherer Kommunikationsweg einzustufen sein. Von daher ist man als Verantwortlicher gut beraten, die Kommunikation zwischen Jugendlichen und Mitarbeitern nicht über WhatsApp fortzuführen. Ob die Nutzung dieses unsicheren Kommunikationsweges mittels einer Einwilligung legitimiert werden kann, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Dennoch ist es ratsam, sich vorsorglich eine Einwilligung hinsichtlich der Nutzung dieses unsicheren Kommunikationswegs einzuholen. Ob diese Vorgehensweise belastbar ist, kann zurzeit nicht abschließend bewertet werden.